Sie war die erste Deutsche auf dem Thron der schönsten Frau der Welt. Vor genau 60 Jahren wird Petra Schürmann zur Miss World gewählt. Sie war die Krönung des deutschen Fräulein Wunders. Aber schon vor ihr hatten Schöne aus dem Nachkriegsdeutschland weltweit für Aufsehen gesorgt. Die Zeit der neuen deutschen Fräuleins beginnt mit Susanne Erichsen. Sie wird zur ersten Miss Germany nach dem Krieg gekürt. Es folgen Petra Schürmann als Miss World und das erste deutsche Topmodel in den USA, Rita Jäger. Jede von ihnen wird als deutsches Fräuleinwunder gefeiert. Das war so, dass damals, wo die Amerikaner nach Deutschland als Militärs kamen, sie ganz erstaunt waren, dass aus den Trümmern plötzlich ganz hübsche Mädchen rauskamen. Und da haben sie gesagt, das ist ein Fräuleinwunder. Und als ich kurz nach dem Krieg dann als Model in New York war, hat man das Thema wieder aufgegriffen und hat wieder gesagt, die ist von Deutschland, das ist also ein Fräuleinwunder. In Baden-Baden findet 1950 die erste Misswahl der Nachkriegszeit statt. Die Menschen sehnen sich nach Glamour, sie wollen nicht mehr an die schreckliche Zeit des Krieges denken. Man fühlte sich in eine andere Welt versetzt, in der Zeit, in der man vorführte. Also wenn man draußen, man nannte das, im Salon war oder auf dem Laufsteg, dann war man wie eine Märchenprinzessin. Susanne Erichsen entspricht so gar nicht dem Ideal des blonden deutschen Zopfmädchens. Mit Anmut und Grazie verzaubert sie ihre Mitmenschen. Sie war eine schicke, elegante Frau. Sie hat also nichts mit dem Teenager zu tun gehabt. Sie war äußerst elegant und damenhaft und das passte zu der Mode damals. Sie nimmt als Favoritin an der Wahl zur Miss Europa teil. Doch die Deutsche darf nicht gewinnen. Zu frisch sind noch die Erinnerungen an den Krieg. Eine Österreicherin wird gewählt. Susanne Erichsens Karriere schadet das nicht. Für ein deutsches Modehaus reist sie in die USA und wird von der Presse als German Fräuleinwunder gefeiert. Es war so schön und so toll. Die Zeit war und so abwechslungsreich. Und es ging hin und her und da und dort Aufträge und Reisen. Ein absoluter Traumjob. In den Nachkriegsjahren dachte aber kaum eine junge Frau daran, Fotomodell zu werden. Im zerbombten Stuttgart beginnt die Karriere von Rita Jäger eher zufällig. Ich wusste ja gar nicht, dass es diesen Beruf gibt. Ich war damals 16 und Flüchtlingskind. Und wir kamen nach Stuttgart und da wurde ein Pendant zu Rita Hayworth gewählt. Und dann habe ich gedacht, na ja, mal gucken, wie sowas überhaupt abläuft. Und habe ja auch nicht jetzt einen spektakulären Preis gewonnen, ich bin bloß Dritte geworden. Aber ich entsprach wohl dadurch, dass ich ein bisschen dünn und ausgehungert war, dem Modeidol. Die dünne, hochgewachsene 16-Jährige fällt besonders einem Fotografen auf. Der inzwischen verstorbene Walter Lautenbacher macht die ersten Modeaufnahmen von ihr. Rita hat ja eine exzellente Ausstrahlung gehabt, von den Augen her, auch und vom Gesicht. Ein angemessenes Lächeln und das vermengt sich alles zu der sogenannten Star-Ausstrahlung. Und die hat man ganz selten. Doch bevor Rita das Modeln zu ihrem Beruf macht, muss sie eine Ausbildung zur Sekretärin machen. Ihr Vater besteht darauf. Mit 22 Jahren heiratet sie Rolf Jäger, einen gelernten Friseur, der ihr gute Tipps für ihr Styling geben kann. Wir als Model mussten damals noch selber unsere Frisuren machen. Wir mussten uns selber schminken und wir mussten auch unsere Frisuren selber machen. Selbst gestylt hat sich auch Petra Schürmann bei der Wahl zur Miss World 1956 in London. Noch nie hat eine Deutsche bei dem wichtigsten und größten Schönheitswettbewerb gewonnen. Kritisch beäugt die Jury das Fräuleinwunder. Ich hatte nämlich einen sehr schlichten Badeanzug und den habe ich, damit ein bisschen nach was aussieht, ein bisschen Glamour bekommt, mit Strasssteinchen, die ich mir in London noch gekauft hatte. Die waren zum Pieksen, also nicht zum Nähen, die musste man so umnieten. Und der Haken war der, es zwickte so am ganzen Körper. Ich habe Höllenqualen ausgestanden. Doch die Qualen und Petra Schürmanns Kreativität haben sich gelohnt. Sie wird zur schönsten Frau der Welt gekürt. Ihr Auftritt sorgte für viel Gesprächsstoff. Ich
Ich reiste dahin ohne Manager, ich hatte keine Kleider, nichts, überhaupt gar nichts. Und jeden Morgen konnte ich zum Frühstück in der Zeitung lesen, von den 48 Damen aus aller Welt hat eine überhaupt keine Chancen, das ist die aus Germany. Aber sie gewinnt den Titel der Miss World und wird Model und Fernsehansagerin. Petra Schürmann und Rita Jäger lernen sich bei Fotoaufnahmen kennen. Die Petra war eine Freundin von mir. Wir kannten uns sehr gut. Sie war eine extrem schöne Frau und hat einen wunderschönen Körper gehabt. Als Moderatorin wird Petra Schürmann im deutschen Fernsehen immer bekannter. Mit viel Fleiß und eiserner Disziplin verfolgt sie ihre Karriere. Sie verkörpert einen neuen Frauentyp. Unabhängig, selbstbewusst und erfolgreich. In jedem Fall war ich keine von diesen aufgeräumten jungen Frauen, die also nur dieses eine Ziel hatten, zu heiraten. So. Also das war bei mir sowieso in ziemlich weiter Ferne. Ich wollte wirklich selbstständig sein und das war eindeutig die jahrelange Impfung meiner Mutter. Auch Rita Jäger etabliert sich als berufstätige junge Frau, wird immer häufiger auch im Ausland gebucht. 1961 unterzeichnet sie bei der Fotoagentin Eileen Ford in New York, die damals die weltweit erfolgreichste Modelagentur leitet. Sie verdient bis zu 1000 Mark am Tag und reist für ihren Job um die ganze Welt. Beirut, Bangkok, Tokio, ein Leben als Jetsetterin. Das war eine Zeit des Aufbaus, des Aufbruchs. Man hat was getan und man hat Erfolg gesehen. Und das hat einem unheimlich gut getan und hat einen noch zu noch mehr Leistung angespornt. Nebenbei, wir haben alle viel gearbeitet, haben aber den Erfolg gesehen und haben den Erfolg genießen können. Wir haben Feste gefeiert, wir haben eine lustige Zeit erlebt, eine Zeit ohne Sorgen, ohne Kummer. Mit Mitte 30 beendet sie ihre Karriere, mit der Gewissheit, dass ihr Mann das verdiente Geld gut angelegt habe. Da habe ich ihn gebeten, er möge mir doch zeigen, was auf dem Konto jetzt noch drauf ist. Und dann musste er mich enttäuschen. Da war leider nichts mehr drauf. Er hat also alles Geld verwirtschaftet gehabt. Und das war ein tiefer Fall für mich, ein absolut tiefer Fall. Für fast 15 Jahre Arbeiten als Model war dann gar nichts mehr übrig. Rita Jäger beginnt nochmal von vorn. Sie lässt sich scheiden und gründet die erste Modelagentur in Stuttgart, die sie 30 Jahre lang sehr erfolgreich leitet. Ich war in einer Zeit, wo in meiner Branche, in dieser Branche, wo das alles noch neu war und man hatte noch das Gefühl, man kann was bewerkstelligen, man kann was aufbauen. Und natürlich gehört auch ein bisschen Fingerspitzengefühl und ein bisschen Kenntnisse dazu. Aber ich glaube, dass es heute wesentlich schwieriger ist. Rita Jäger hat es in den Nachkriegsjahren und lange Zeit darüber hinaus geschafft, sich erfolgreich in der Modebranche zu behaupten. Heute mit 81 Jahren kann sie auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurückblicken. Und wenn Sie noch länger in den 50er Jahren verweilen möchten, dann schauen Sie heute Abend, 20.15 Uhr, Kuhdamm 56, eine Familiengeschichte aus den 50ern. Einschalten lohnt sich.